Ja. Zweiter Teil von Auspackvideo. Ich habe der Charlie jetzt dahin und die Folie muss ich da noch abmachen. Da ist ja noch der Windschutz und das packe ich später aus. Ich will erstmal das Gestell rausholen und hier ist die Sitzeinheit. Die ist allerdings auch zusammengeklappt, tut mir leid. Und hier glaube ich das Regenverdeck. Hier ist das Regenverdeck. Jetzt habe ich doch wieder so eine Tasche. Jetzt habe ich alles doppelt und dreifach von Teutonia. So eine Tasche hatte ich zu den anderen, glaube ich, auch. Jedenfalls denke ich, dass das da der Regenschutz drin ist. Bloß meine andere Tasche ist ein bisschen, war ein bisschen kleiner und da habe ich nie das Regenverdeck reingekriegt. Und die ist ein bisschen größer. Ja. Und was ich hier toll finde, hier wird auch nochmal mit der Handbremse erklärt. Und da wird ja auch vielleicht stehen, ob die einheitlich sind. Jo. Und ja, ich hole dann erstmal jetzt hier das Gestell. Aber was auf dem Bild gar nicht so zu erkennen war, dass die Räder sogar weiß sind. Ich habe gedacht, die Räder sind dunkel. Und das ist so richtiges, das ist so richtiges Hartgummi. Das ist so richtiges Vollgummi. Also du hast ja oft so ein weiches Gummi. Das heißt dann, glaube ich, Luftkammerräder. Aber das scheint wirklich richtiges Vollgummi zu sein. Cool. Also wenn er mir dann noch gefällt von der Sitzeinheit, wäre wirklich super. Naja, gut, ich hole jetzt das Gestell jetzt erstmal da raus und